Ja, meine Freunde, herzlich willkommen wieder bei uns auf dem Radioactive Server. Schiffsvorstellung heute, Thema Fregatte bzw. Schiff-Fregatte und dann fangen wir direkt an. Wird gebaut in der Radioactive Werft von uns in den Mod eingefügt. 70 Planken, 20 davon optional als Gunport zu ersetzen. 5 Decks, ebenfalls 3 davon optional. Gunports und Planken und Decks in Large. Es ist das einzige Schiff, was ihr seht jetzt hier gleich, die Ribaldiquin-Kanone snappen kann. Und hat als Besonderheit ebenfalls ein Oberdeck nochmal zu der Ribaldiquin-Kanone 4 Kanonen, welche ihr dort snappen könnt. Hat für 4 Large Segel-Snap-Punkte und für eine Frontsail. Und ja, ist halt ein reines Kampfschiff in meinen Augen. Bei maximalem Wind mit Kampfausstattung, in dem Falle jetzt nur Kanonen und NPCs. Knapp 16 Knoten bei Max Wind möglich, ist also nicht das Schnellste, das gleicht es aber durch extrem hohe Kampfkraft wieder aus. Baukosten sind fürs Gerüst 8000 Gold, 2x1500 Fasern, 2x2400 Holz, 2x400 Metall und 2x5000 Stroh. Ihr seht es jetzt hier im Hintergrund. Ich kann damit ohne Probleme die stärksten Gegner machen. Also eine Torpedoflotte ist kein Problem. Ich habe es selber ausprobiert mit schwarzem Nebel und Sea-Chests, also in mythischer Qualität. Ist also extrem hoch angesetzt in der Kampfkraft. Ist eine sehr, sehr gute Alternative zur Galeone. Und wer wirklich ein reines Kampfschiff sucht, dem kann ich die Fregatte nur ans Herz legen. Und viel, viel mehr gibt es zu dem Schiff eigentlich auch nicht zu sagen. Ihr habt eine Menge Platz, es ist optisch sehr auffällig. Ich finde es sehr schön designt. Hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch das Schiff ein bisschen näher bringen. Und vielleicht habt ihr euch ja sogar für die Fregatte entschieden. Da verabschiede ich mich an der Stelle jetzt schon. Hoffe, ihr seid beim nächsten Video auch dabei. Wünsche euch viel Spaß und man sieht sich auf dem Radioactive Server. Ciao, ciao.